Hier ist Ludor Experience und willkommen zurück zu Let's Play Portal Prelude. In der letzten Episode haben wir uns auf Kurs rumgeschlichen und ich muss gestehen, ich habe das Spiel schon zu Ende gespielt, währenddessen auch aufgenommen. Das Problem war, ich hatte keinen Ingame-Sound und ohne Ingame-Sound ist das Spiel relativ scheiße. Deswegen habe ich nochmal aufgenommen und habe mein neues Headset verwendet, was ihr sicher auch schon bemerkt habt, dass meine Stimme qualitativ ein bisschen besser ist. Das Problem war, wiederum ist die Aufnahme missglückt, dass sie so komisch an manchen Stellen geleckt hat. Also nicht das Spiel selber, sondern wirklich nur die Aufnahme. Und dann wurden die Stimme und das Video total asynchron und das wäre total eklig gewesen zu schneiden. Das heißt, ich habe jetzt schon zweimal zu Ende gespielt. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo wir sind. Ich glaube hier. Genau. Ja, deswegen werden wir an der Stelle trotzdem weitermachen. Ich kenne jetzt leider schon die Rätsel. Kann natürlich sein, dass aufgrund, weil es schon ein bisschen länger her ist, ich manche Sachen vergessen habe. Und wir sehen hier wieder wunderbar unseren Aufzug. Unser Aufzug. Ich mag den Aufzug. Hübsche Lampe. Cool. Yay, ich stehe auf der Lampe. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht war. Aber es ist lustig. Übrigens, das bringt uns nicht um. Aber wir können es ja abschalten. So. Da ging es nicht weiter, aber hier ging es weiter. Da. Da ein Portal. Und da. Hello again, Miss Peter. Hallo. Seriously, you put a terrible mess in that 15th room. Gespeichert. Mike is looking for a way to extinguish the fire before it spreads out. Na dann viel Glück. My colleagues will be able to clean this up before the next session. Okay. Also, das Geheimnis ist hier, sich hier hochzuschießen. Und dann geht's hier weiter hoch. Wir könnten zwar ganz langweilig uns hierhin teleportieren, aber ich will noch weiter hoch. So, dann sehen wir nämlich, hier geht's nicht weiter hoch. Allerdings haben wir hier wieder ein paar schöne Sachen an der Wand. Hotte Kuben. Und the cake is a lie. Der Standardspruch. Darunter ist nichts. Darunter ist ein Schalter, auf den ich toll stehen konnte. Und jetzt arbeite ich mich so langsam wieder runter. Gut. Was passiert, wenn wir das hier wegnehmen? Die Tür geht so. Oh nein, das Rätsel ist nicht lösbar. Doch, ganz einfach lösbar. Man muss bloß so, hier ein Portal durchsetzen. Dann kann man sich den Kubus klauen. Und wir haben auch schon unsere nächsten Gegner gehört. Die kleinen süßen Turrets. Die befinden sich hier. Es ist theoretisch möglich, sich so und so hinter die zu schießen und dann eben sie von hinten zu attackieren. Es gibt aber einen viel schöneren Weg. Den habe ich auch erst beim zweiten Mal gefunden. Dazu werden wir an diesen ominösen Kreuzen jeweils ein Portal setzen. Erstmal den Kubus weg, damit er mich nicht im Flug trifft. Und dann versuchen, auf die Wand zu schießen. Das sieht dann in der Praxis so aus. Und wir wurden nach hinten geschleudert. Und dann kann ich jetzt die Turrets umlegen, schmeißen. Oh, ist der richtige Begriff. Da haben wir die nächsten Turret-Späße, Spaß, was weiß ich.
Ich habe das in diesen Aufnahmen geliebt. So, muss man irgendwie so durch. Okay, ich habe mich sogar schon richtig hingedreht. So. Jetzt war es falsch rumgedreht. Jetzt habe ich irgendwo was hingeschossen. Ach, da habe ich es hingeschossen. Interessant. Also ein bisschen Schiff fahren. Ich glaube, es wäre ein bisschen einfacher, wenn ich das so mache. So, einmal. Zweimal. Und wo muss ich hinfallen? Da muss ich hinfallen. Verdammt. Also noch einmal. Hier eins hinsetzen. Gucken, wo die Turrets sind. Das war daneben. Ich glaube, ich mache es doch so. Ist eine kleine Schwierigkeit hier, aber nichts ist unmöglich. Wenn man sich nur richtig hindrehen könnte. Warte mal, und wenn ich einfach rückwärts reingehe? Yay, es hat funktioniert. So, ich dürfte jetzt... Genau, jetzt bin ich hinter denen. Sehr gut. Schau mal. Du aktivierst den Schalter und du hilfst ihnen. Das ist nett. Du lässt mich mal da durch. Ganz schwer herausfinden, wie es geht. So, hier durch. Hier schießen wir unten ein Portal hin. Machen hier die Tür wieder auf. Wir lachten da so hämisch. Now the 14th test chamber is on fire too. Mike has lost his password to log into the security terminal. That's not funny, you idiot. Yep, das ist nicht lustig. So, jetzt muss man sich durch dieses Portal hauen und dann eben durchfliegen. Ich zeig mal, wie das Ganze gedacht ist. Also man... Moment, ducken. Wie ging nochmal ducken? Ah, so ging ducken. Man soll sich im Sprung ducken, damit man weiterfliegt. Ich bin gerade über das Portal geflogen. Und dann ist man durch. Danke. Wie traurig, er wollte doch einen Feuerlöscher verwenden. Hier eine kleine nette Anekdote, wie ich es gelöst habe beim ersten Mal. Ich habe das irgendwie nicht hinbekommen mit dem Springen und habe da hier einen Turret hingelegt, bin hier drauf gehüpft und habe dann hier das Ganze so gemacht. Yay! Testkammer Nummer Schieß mich tot. Erfolgreich gelöst. 16. 16. Oh, ich erinnere mich sogar. Geschickt kombiniert, Dr. Watson. Weil ich weiß nämlich, was jetzt noch kommt und habe einfach 19 minus das. Naja, egal. Yay, ich kürze ab. Na, zum Glück. Ja, Cake in der fucking Party. I don't know. Some random guy from the cleaning department, maybe. Fuck you. Jo, das ist er auch. Er räumt die ganzen Leichen später weg. Obwohl, nee, die sind ja entweder zerschossen oder verbrannt. Und jetzt sollte ich irgendwie auf Anhieb geschafft, wie göttlich.
Es ist, was ich nicht verstehe, warum sie so tun, als ob das zufällig ist. Man wird hier nicht weiterkommen, wenn man nicht hier diese Portalflächen hat. Und mal wieder ist das Blut grau gefärbt in der deutschen Version oder allgemein in der europäischen Version von Portal. Oh, meine Lieblingskuben. Ich rest in pieces. Not in cruelty, not in wrath. The Reaper came today. The angel visited this grey path and took the cube away. Wie traurig. Stop. Was? Watching? Stop. Okay. Dann werde ich mal hier aufhören zu gucken. Und werde stattdessen hier. What? Ich will raus, ich will. Lässt du mich raus? Danke. Das machen wir anders. Hoppla. So. So macht man das nicht. Ich wollte nur ein schlechtes Beispiel zeigen. Ne? Und mal, Moment, mal schauen. Hab dich. Nein, 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 du schießt nicht auf mich. Meine Güte, das war jetzt gefährlich. So. Und wir sehen schon, hier zeigt es direkt auf diese Laseranschlussstelle. Das heißt, da werden wir gleich mal hier so den Laserball durchfliegen lassen. Dann wird das hier aktiviert. Und wir können uns hier hochschießen. Ich will nicht durch. Dankeschön. Da gibt's jetzt, einen Bug, habe ich, glaube ich, gesehen. Wenn ich den jetzt hier so zerstöre. Mehr als ich wert bin, oder was? Ja, genau, das ist der Bug. Der Bug, ich habe jetzt zwei Kisten. Ich glaube, man kriegt sonst nur eine. Was macht dieser Schalter? Er macht hier eine Portalfläche hin. Und hier sehen wir schon ganz lustige Turrets unten. Aber im Moment werden wir die Kamera runterschießen. Und genau, und normalerweise wollte ich schon sagen, trifft es ein Turret. Werden wir gleich den Kubus hinterher fliegen lassen. Ich will runter. Du darfst runter. Ich hasse dich nicht. So, jetzt wird das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Als erstes nehmen wir natürlich einen Kubus mit. Und jetzt... Moment. Ich schieß mein Portal dahin. So. Wenn ich jetzt hierhin ein Portal schieße. Ich speichere mal schnell und zeig, wo ich raus. Da bist du. Tja. Ich bin falsch rausgekommen. Ich wollte woanders rauskommen. Ich wollte da unten rauskommen. Na? Ja, wunderbar. Jetzt zeige ich es nochmal schnell. Da landet man in der Turret-Hölle. Deswegen sollte man schauen, dass man sich die Kiste geschnappt hat und rennt. So. Die Turrets muss man nicht umbringen. Nee, das war Mist. Es lag daran, dass der Turret da im Weg lag. So, noch einmal. So, man muss den Schalter nur aktivieren. Nur den Schalter aktivieren. Nicht mehr machen. Der Rest ist egal.
So. Das hat sich gerade angehört, als ob ein Turret durch so ein Energienetz gegangen ist. Naja, jetzt kommt epische Speedrun-Technik. Als erstes mal so. Und hopp. Zack. Das Lustige ist, hier können einen die Turrets nicht treffen. So. Ich fahre hoch. Perfekt. Oh, auf Anhieb geschafft. Jo, das muss ein Traum sein. Denn ich bin hier aufgewacht und habe ein Schild gesehen, Daten werden geladen. Portal Prelude hat keine Rückmeldung. Es wäre episch, wenn das jetzt... Na okay, die Rückmeldung ist wieder weg. Es ist ja sau episch, wenn das abbrechen würde. Und deswegen kosten die Boxen über 500 Euro. Oder Dollar. Weil sie in zwei Pressvorgängen gefertigt werden. Ach, das ist doch so. Jo, bis dann in 2 Stunden. Was ich noch sagen wollte, irgendwann wurde ja mal erwähnt, dass jemand in, ich glaube, Testkammer 17 war es, von fliegenden Teilen erwischt wurde. Wenn, dann war es dieser Energieball, weil ein anderes fliegendes Teil habe ich gar nicht gesehen. Ja, vielleicht kostet das Material hier 500 Dollar. Man weiß es nicht. Kann ich mir nicht erklären. Na gut. Aber ich würde sagen, es war genug für einen Part. Ich aktiviere nochmal diesen ominösen Knopf und bringt damit einen... Nein! Bringt damit einen Companion Cube um. Nein, was habe ich getan? Ich Monster! Ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Und wir werden uns das nächste Mal mit dem Companion Cube befassen. Bis zum nächsten Mal.